Grundsätzlich kann man sagen, dass die Zahl der Länder, die potenziell oder schon ganz real in Schuldenproblemen stecken, zugenommen hat. Wir hatten im letzten Jahr 108 Länder, die alle oder mehrere Indikatoren im kritischen Bereich aufgewiesen haben. Und das waren in diesem Jahr 116. Also da hat es eine Zunahme gegeben. Man kann auch sagen, dass die Zahl der Länder, die gerade in den letzten 5 Jahren sich deutlich verschlechtert haben bei den meisten Indikatoren, dass die deutlich zugenommen hat. Um eine Vorstellung zu bekommen, von welchen Ländern sprechen wir? Also 116 Länder, wie gesagt, das sind fast 60% aller Staaten der Erde, wobei wir von vornherein OECD-Länder nicht untersucht haben. Also es geht wirklich um Entwicklungs- und Schwellenländer. Und unter denen ist es nur noch eine Minderheit, die nicht an irgendeiner Stelle, also entweder bei den öffentlichen Schulden oder bei den gesamten Auslandsschulden des öffentlichen und des privaten Sektors, irgendwo kritisch im Bereich liegen. Wie wirkt sich denn die Verschuldung bei den Ländern aus? Also sie reduziert vor allen Dingen die fiskalischen Spielräume, um Entwicklungsfinanzierung zu betreiben, also in die Infrastruktur zu investieren, um soziale Dienstleistungen bereitzustellen, um überhaupt dafür zu sorgen, dass der Staat als gemeinschaftliche Einrichtung auch funktionieren kann. Das kann ganz dramatische Auswirkungen annehmen, bis dahin, dass Staaten zu sogenannten Failed States werden, wie etwa Libyen oder der Jemen ist ein Fall, der sehr hoch verschuldet ist. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass natürlich Menschen in solchen Ländern keine Lebensperspektive mehr sehen. Wie kam es denn zu so einer Verschuldung? Der Hauptgrund dafür liegt in den Zinsdifferenzen zwischen den Industrieländern und dem, was man noch zum Beispiel für Staatsanleihen in Entwicklungsländern bekommen kann. Wir haben im Prinzip seit der ultralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und der US-amerikanischen Zentralbank ein Zinsniveau in der Nähe von Null in den reichen Ländern. Und das macht es sehr attraktiv, in Ländern zu investieren, die vielleicht noch 5, 6, 7 oder 8% auf ihre Staatsanleihen bieten, was für sehr viele Länder in Afrika etwa der Fall ist. Da gibt es Staaten, die nach ihrer Entschuldung unter der Kölner Schuldeninitiative es geschafft haben, am Kapitalmarkt Fuß zu fassen. Und deren Staatsanleihen werden heute in diesen Größenordnungen verzinst und die werden auch sehr stark nachgefragt. Das kann sehr gut sein, wenn es dazu führt, dass wirklich in Entwicklung investiert wird. Das birgt aber immer das Risiko, dass dadurch natürlich die Schuldenindikatoren in die Höhe gehen und dass Staaten, wenn sich die Verhältnisse wieder ändern, wie wir es jetzt gehabt haben, durch den Verfall der Rohstoffpreise, von denen viele Länder abhängig sind, dass dann auch tatsächlich veritable Schuldenkrisen wieder ausbrechen. Mit einem Blick nach Griechenland, sind zum Teil nicht auch die Gläubigerstaaten mitschuldig an der Verschuldung? Also sie sind nicht nur in Griechenland, sondern sie sind auch im globalen Süden definitiv mitschuldig an der Verschuldung. Es ist für ein Kredit braucht immer zwei Seiten und es gibt auch grundsätzlich und immer auch eine geteilte Verantwortung zwischen Schuldnern und Gläubigern. Das ist nicht nur in Griechenland so, das ist auch zum Beispiel bei diesen sehr massiven Investitionen in Infrastrukturentwicklung oder überhaupt in die Staatsfinanzierung im globalen Süden so. Da gibt es dramatische Beispiele wie etwa Mosambik, kürzlich 2 Milliarden bislang vom IWF versteckte Schulden aufgetaucht sind, die eine Schweizer und eine russische Bank mobilisiert haben, vor allen Dingen für den Ausbau der militärischen Infrastruktur in Mosambik. Also da eine geteilte Verantwortung gibt es unter allen Umständen. Nun steht die Forderung nach einem fairen Insolvenzverfahren im Raum. Wie hat man sich das vorzustellen? Also das würde bedeuten, dass in dem Fall, wenn eine Schuldenkrise ausbricht, dass dann nicht, wie das heute der Fall ist, im sogenannten Pariser Club, die Gläubiger darüber entscheiden, ob ein Land Schuldenerleichterung bekommt oder nicht und wenn es sie bekommt, in welchem Umfang es sie bekommt, sondern diese Entscheidung würde getroffen nach einem rechtsstaatlichen Verfahren, also durch eine unparteiische Instanz, die weder dem Schuldner noch dem Gläubiger verpflichtet ist, auch auf Grundlage eines unabhängigen Gutachtens, was dann nicht mehr der IWF erstellt, der selber Gläubiger der meisten Länder ist, und in dem alle Schulden in ein einziges Verfahren einbezogen werden würden. Dafür, wie das praktisch umzusetzen. Es gibt eine ganze Reihe Vorschläge, die gab es schon mal vom IWF, den gibt es vor allen Dingen aus dem Bereich der UNO-Organisation, die gibt es auch von uns. Also da gibt es eine Menge Möglichkeiten, wie man so etwas in die Praxis umsetzen könnte. Gibt es denn sowas wie Erfahrungswerte bei einer erfolgreichen Entschuldung in der Vergangenheit eines Landes? Wenn ja, welches Land und wie geht es ihm heute? Also es
sind unter der sogenannten Kölner Schuldeninitiative 36 Länder entschuldet worden. Und von denen kann man so ganz grosso modo kann man sagen, dass die Hälfte ungefähr heute relativ gut dasteht. Die Kölner Schuldeninitiative bedeutete Schuldenstreichungen um bis zu 90%. Es gibt einige Staaten, die diese Chance sehr gut genutzt haben. Bolivien ist so ein Fall, Uganda ist so ein Fall. Also die sind schuldenmäßig, stehen die heute ziemlich gut da. Es gibt einige, die sich schneller wieder verschuldet haben, als man überhaupt hingucken konnte. Und es gibt Länder, die langfristig wieder neue, kaum tragbare Schuldenindikatoren, Verschuldungen aufgebaut haben. Zum Beispiel auf dem Hintergrund der Prozesse, von denen ich eben gesprochen habe, also der fallenden Rohstoffpreise. Da Beispiele dafür wären Sambia etwa oder Mauretanien, die beide sich dadurch auszeichnen, dass sie vom Export sehr, sehr weniger mineralischer Rohstoffe abhängen. Ein weiteres Motto steht im Raum, das da heißt, Entwicklung braucht Entschuldung jetzt. Was genau muss man sich darunter vorstellen? Das ist das Motto unserer Debt20-Kampagne, also der verschuldeten 20. Das sind 20 Personen aus verschuldeten Ländern, die wir in diesem Jahr, in dem Deutschland die Präsidentschaft der G20 innehat, den G20, diesem exklusiven Regierungsclub, gegenübergestellt haben. Und die Debt20 haben ein ganz breites Bündel von Forderungen formuliert, die betreffen die Bedingungen, unter denen Schuldenerlasse gewährt werden können. Die beinhalten die Forderung nach fairen Verfahren, die beinhalten die Forderung, dass Schuldenerlasse weitgehend genug sein müssen. Also da hat jede von diesen 20 Personen, das sind Bischöfe und Regierungsmitglieder und Basisaktivisten und Aktivistinnen aller Art, da ihre eigenen Schwerpunkte gesetzt. Wie genau verhält sich Deutschland in dieser Thematik? Sehr enttäuschend. Also das G20-Kommuniqué von Samstag, was ja unter deutscher Federführung entstanden ist, berührt das Thema Verschuldung nur sehr, sehr marginal und auch auf eine ganz ausgesprochen vage Art und Weise. Deutschland war in den letzten 2 Jahren einer der Hauptbremser bei der Entwicklung eines geordneten Staateninsolvenzverfahrens in den Vereinten Nationen. Da hat Deutschland eine extrem negative Rolle gespielt und auch ohne jede weitere Begründung. Also wir können erschreckend wenig von Deutschland als Akteur in diesem Kontext erwarten. Das ist traurig zu hören. Gibt es da einen Grund dafür? Warum da, hört sich ja fast nach einer Art Blockade an, stattfindet? Es war nicht immer und durchgängig so, sondern auch im Bundesfinanzministerium hat es Überlegungen gegeben, zum Beispiel sowas wie ein Staateninsolvenzverfahren für die Eurozone zu schaffen. Und solche Ideen, die poppen aus dem Stab von Leuten, die ja ungefähr wissen, wie die Verhältnisse in Wirklichkeit aussehen, poppen die immer mal wieder auf. Sie haben aber bisher nicht die Unterstützung der Bundesregierung, also der Leitungsebene des Ministeriums gefunden. Und dafür sind eigentlich 2 Gründe maßgebend. Der eine Grund ist, dass man große Angst hat, irgendetwas zu tun, was Relevanz für den globalen Süden hat, weil man meint, nicht abschätzen zu können, was das dann für die Eurozone meinte. Und das zweite ist der ewige Irrglaube der Gläubiger, Schuldenkrisen gingen von alleine weg. Der so absurd, wie er sich anhört, aber er ist unter Gläubigern immer wieder anzutreffen. Also diese Neigung, Krisen nicht zu lösen, sondern auf Zeit zu spielen und zu hoffen, dass die Griechen Öl in Ägäis finden oder plötzlich Geld vom Himmel fällt oder ähnliche Dinge passieren.